Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, sind Sie auch wieder dabei. Renny, heute mache ich so ein exquisites Dessert, ich sage das. Du machst immer so feine Sachen und du weißt genau, ich probiere die. Was heisst das? Ich muss auf die Linie schauen. Mach doch etwas für deine Fitness. Fitness? Für das Toblerone-Töpfli mit Vanillerahm brauche ich natürlich Toblerone und die weiteren Zutaten. Für das Schokitöpfli habe ich von dieser Toblerone 4 Stück auf die Seite. Das brauche ich dann nachher für die Garnitur. Und mit dem Rest habe ich eine feine Schokimilch hergestellt. Hey, was ist jetzt gegangen? Hast du etwas für Fitness machen? Hey, super. In dem Fall viel Vergnügen. Ja, danke. Den Rest dann nehme ich gerade hier geschmolzen, dieser Milch mit dem Rahm zusammen und einem Vanillestängel. Und diesen Stängel kann ich jetzt hier gerade rausnehmen. Das ist nämlich einfach schön ausgekocht. Und die Schote selber, das ist die hier, aber innen das Extrakt, das brauche ich noch einen. Jetzt brauche ich noch weitere Sachen für die Grundlage. Da habe ich Zucker drin, Vanillezucker, und jetzt kann ich noch Eier drin tun. So, das gut verrühren. Jetzt gieße ich gerade die heiße Milch hinein und rühre das ganz gut. So. Damit ich nachher dann meine Töpfli gut breiche, tue ich jetzt noch in einen Massbecher rein. Und jetzt könnt ihr bereits das Abfüllen gehen. Die Förmchen, die habe ich kalt ausgespült. Und jetzt kann ich es gleichmässig verteilen. Ich habe sie hier gerade noch auf eine Lumpe gestellt, weil gleichzeitig kommt nicht so die direkte Hitze eindeutig drin an und ist viel, viel feiner, wenn es am Poschieren ist, im Backofen drin. Aber das zeige ich dann nachher, wie das noch geht. Weil jetzt soll ich sie noch zudecken mit Aluminiumfolie. Weißt du, Röni, ruhig dich aus. Ich mache die Ansage. Es gibt Sportler, die sind noch viel weiter als der Röni. Schauen wir mal. Am letzten Freitag ist in Klosters der Weltcup-Final der Behinderten mit rund 250 Sportlerinnen und Sportlern aus 21 Nationen zu Ende gegangen. Mit Coop als Hauptsponsor. Mit zahlreichen Paralympics- und WM-Medaillen gehört Rudi Weber aus Klosters Serneus zu den bekanntesten behinderten Sportlern. Auch in Klosters gehört er zu den Favoriten. Ich bin offiziell nicht mehr dabei. Nein, vor 2 Jahren bin ich zurückgetreten. Wo ich gehört habe und mitbekommen habe und miterleben habe dürfen, wie der Anlass daher gekommen ist. Und wo ich merke, was das für einen sensationellen Anlass wird, habe mich noch mal, wie soll ich das sagen, reaktiviert. Also ich muss sagen, mich freut es wahnsinnig, dass jetzt auch ein Coop mit eingestiegen ist und ermöglicht hat, diesen sensationellen Anlass auf die Beine zu stellen. Nachdem wir jetzt alle Förmchen zudeckt haben mit Alufolie, kommt kochend heißes Wasser drin, etwa so 2/3 hoch. Und dann geht es ab in den Backofen. Und was bist du, René? Krafttraining. Liegestütze. Ich kann sogar mit einer. Super. Bringe ich mal in den Backofen rein. Röni, könntest du mir noch die Vorbereitung aus dem Kühlschrank bringen? Ja. Klar. Und die schiebe ich hier gerade rein. Bei 170 Grad, während 35 Minuten, wird es schön poschiert. Dann abkühlen und dann noch kalt stellen, etwa eine Stunde lang. Danke vielmals. Dankeschön. Das habe ich jetzt natürlich schon gemacht und sie vorbereitet, damit ich das ganze Dessert anrichten kann. So, hier habe ich einen Vanillerahm vorbereitet mit dem Vanillextrakt, den ich am Anfang auf die Seite hier. Noch etwas Vanillezucker drin. Und jetzt verteilen, garnieren. Das, was wir am Anfang auf die Seite hier haben. Und das ist unser Dessert, das man nachlesen kann im Internet oder in der aktuellsten Coop-Zeitung. Hey, Röni, solltest du nicht etwas mehr Gewicht haben? Ja, die Wiederholung macht es aus. Ja. 5. 5 ist ein gutes Stichwort, weil seit 5 Jahren gibt es nämlich Coop Supercard. Und genau zum Jubiläum hat es einen neuen Katalog gegeben mit 400 neuen Prämien. So, da fehlt noch etwas. Ah ja, Wochenendknaller. Der Bund Grünspargel ist 20% günstiger. 2 Rinds-Entrecôtes sind 33% günstiger und der Belsalami Alfredo ist 35% günstiger.
Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Jetzt ist aber enorm trainiert, René. Das hast du wirklich verdient. Oh, das mag ich nicht mehr. Ja, dann nehme ich es halt. Adi zusammen.